Also, schönen guten Tag, liebe Schüler der WS16. Wir wollen euch heute mal den Praxisversuch zum Starter hier vorführen. Wie ihr vielleicht aus dem Unterricht schon wisst, der Starter im eingebauten Zustand, da gibt es 11 Messungen, die wir hier durchführen wollen. Da geht es um Funktionsprüfungen, da geht es um Leitungsprüfungen, da geht es um bestimmte Sollwerte, die eingehalten werden sollen und müssen. Bevor man einen Starter prüft, sollte man sich vorher Gedanken machen, dass bestimmte Prüfvoraussetzungen gegeben sind. Prüfvoraussetzungen sind Sachen, die jetzt nicht unmittelbar was mit dem Starter zu tun haben, sondern die gegeben sein müssen, damit ein Starter arbeiten kann. Ich sag mal, die Standardprüfvoraussetzung ist immer, dass die Batteriespannung vorhanden ist, dass die Batterie in Ordnung ist. Weitere Prüfvoraussetzungen beim Starter sind, dass der Verbrennungsmotor läuft, dass er funktioniert, dass er nicht blockiert. Dass Leitungen in Ordnung sind, dass Leitungen nicht beschädigt sind. Das sind alles Prüfvoraussetzungen, das solltet ihr immer, bevor ihr einen Starter überhaupt erstmal prüft, solltet ihr diese Sachen prüfen. Die werden wir heute ausblenden, das heißt, wir werden uns heute bei den Messungen hier nur auf die reinen Starterprüfungen konzentrieren. Die wollen wir euch jetzt einmal vorführen, damit ihr vor der Prüfung oder jetzt auch in Zeit von Corona wisst, worüber haben wir eigentlich mit euch gesprochen im Unterricht. Ja, für die erste Messung, da wollen wir zunächst die Batteriespannung prüfen. Das ist die erste Messung, die ihr auch auf dem Arbeitsblatt finden werdet. Die Batteriespannung sollte als Messwert so um die 12 Volt haben. Ja, dazu haben wir hier die Messadapter vom FSA. Ja, rot, denkt bitte mal dran, rot ist immer der Pluspol, schwarz ist immer der Minuspol. Das heißt, wir klemmen die Messleitungen auf die Batterie. Schaut bitte, achtet darauf, dass ihr ordentlich Kontakt habt. So, na, das ist das Erste. Dann solltet ihr am FSA natürlich die Einstellungen so vornehmen, dass ihr auch ein vernünftiges Bild bekommt. Sprich, ja, hier im FSA ist jetzt noch die Strommesszange und der Spannungsmessadapter eingeschaltet. Die Strommesszange brauchen wir nicht, das heißt, ich schalte sie erstmal aus hier oben. Ja, ihr könnt sehen, jetzt haben wir nur hier für die Spannungsmessung den Adapter betriebsbereit. An der Y-Achse könnt ihr erkennen, dass wir einen relativ hohen Messbereich eingestellt haben. Den brauchen wir nicht, weil die Batteriespannung wird nicht mehr als 12,7, 12,8 Volt haben. Das heißt, ihr könnt hier unten über F8 oder über diesen Y-Button könnt ihr die Spannungsachse verändern. 20 Volt reichen völlig aus. 10 Volt wäre zu wenig. Na, da sind wir unter dem Messbereich der Batterie. Das heißt, wir wählen die 20 Volt aus. Dann empfehle ich euch, die Messachse hier ziemlich weit nach unten zu schieben, dass ihr wirklich, ja, diese 12, 13 Volt, hier oben könnt ihr schon sehen, werden schon angezeigt, wirklich messen könnt. Wenn ihr den genauen Wert haben wollt, gibt es die Option über die Stopptaste und über die Taste F4, ja, hier mit Cursor bezeichnet, den Messwert euch auch noch direkt anzeigen zu lassen. Ja, ihr könnt hier diesen Schieberegler nach rechts und links schieben und könnt im Prinzip dann diesen Messwert, der hier oben jetzt gerade existiert, messen. Ja, ihr könnt sehen, wir haben also eine Batteriespannung von 12,7 Volt. Und wenn ihr mal aufs Arbeitsblatt schaut, ja, hier für die erste Messung ist vorgegeben, soll der Wert also 12 Volt und mehr betragen. Das heißt, der Istwert ist 12,7. Vom Befund her ist also alles in Ordnung für die erste Messung. Für die zweite Messung, ist die Spannung der Batterie beim Motorstart, müssen wir den Motor starten. Bei der Starterprüfung macht man das aber so, dass der Verbrennungsmotor nicht wirklich anspringt, sondern wir gucken, dass der Starter läuft, aber der Verbrennungsmotor ausbleibt. Und dazu gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder könnt ihr die Zündanlage unterbrechen oder ihr könnt die Kraftstoffzufuhr für den Motor unterbrechen. Hier bei uns an der BS16 machen wir das über die Kraftstoffzufuhr, das heißt, wir ziehen das Kraftstoffpumpenrelais heraus. So, wenn das Kraftstoffpumpenrelais fehlt, ja, dann kann die Kraftstoffpumpe nicht arbeiten. Wenn die Kraftstoffpumpe nicht arbeiten kann, dann wird kein Kraftstoff gefördert. Das heißt, euer Verbrennungsmotor springt nicht an.
Die Messung, die wir jetzt machen wollen, ist identisch mit der ersten Messung. Das heißt, wir gehen auch wieder auf die Batteriepolklemmen mit unseren Spannungsmessadaptern. Wir messen wieder die Spannung an der Batterie, allerdings jetzt beim Motorstart. Wir werden feststellen, dass die Spannung deutlich geringer ist. Warum? Darauf kommen wir im Laufe des Videos nochmal zu sprechen. Das werde ich euch nochmal später nochmal erklären. Ja, also, wir machen jetzt die zweite Messung, die Klemmspannung der Batterie beim Motorstart. Dazu starten wir jetzt gleich den Motor. Ihr könnt den Monitor beobachten und über das Ergebnis werde ich dann gleich noch ein paar Worte sagen. Also, ihr habt gehört, der Motor startet nicht. Das war natürlich auch Ziel. Ja, deswegen haben wir das Kraftstoffpumpenrelais herausgezogen. Wie können wir das Ergebnis interpretieren? Wir sehen hier vorne noch unsere Batteriespannung. Ja, wenn ich sie wieder messe, ja, da sind wir noch bei diesen 12,7 Volt, die wir bei der ersten Messung auch schon gemessen haben. Das war der Zeitpunkt, wo wir den Motor gestartet haben, ja, wo Herr von Werder versucht hat, den Motor zu starten. Und wir können sehen, die Batteriespannung brach deutlich zusammen. Wie gesagt, darüber werde ich euch später noch ein bisschen was erzählen. Und wir können sehen, danach haben wir einen Durchschnittswert, sage ich mal, der deutlich unter diesen 12,7 Volt liegt. Ja, ihr seht, der schwankt hier so zwischen 10,9 und 11,5 Volt hin und her. Das ist aber durchaus ein akzeptabler Wert. Ja, wenn wir mal in das Protokoll schauen, wir sollen einen Sollwert von Größe 8 Volt haben. Und das haben wir über den ganzen Bereich deutlich. Ja, also auch dieser Wert, den wir gemessen haben, diese Messung, wäre der Befund okay. Für die dritte Messung wollen wir jetzt am Starter prüfen, ob die Spannung am Starter ankommt. Das heißt, die dritte Messung lautet ja Spannung am Starter Klemme 30 beim Motorstart. Das heißt, ich habe jetzt die Klemmen von der Batterie abgenommen, schließe sie am Starter an. Dazu möchte ich euch aber ein paar Sachen am Starter erstmal erklären, damit ihr auch wisst, wo ihr dort messen sollt. Wir haben den Starter hier unten. Wir haben hier einen Schubschraubtriebstarter mit einem Magnetschalter, der in Sattelbefestigung auf dem Elektromotor oben drauf sitzt. Sattelbefestigung, weil da halt wie so ein Sattel beim Pferd oben auf dem Motor angebracht ist. Wir haben hier der etwas längere Bolzen von den zwei, die hier am Magnetschalter rauskommen. Den etwas längeren Bolzen haben wir die Klemme 30. Ja, da geht die Starterhauptleitung ran, ja, die direkt von der Batterie kommende Leitung. Unten haben wir die Klemme 45. Die Klemme 45 verbindet im Prinzip den Magnetschalter über dieses Kupferband hier mit dem Elektromotor. Der Elektromotor sitzt hier unten drin, in der Regel ein Reinschlussmotor. Hinten haben wir einen einpoligen Stecker, das ist unsere Klemme 50. Ja, über diese rote Leitung hier wird unsere Einzugswicklung und Haltewicklung mit Strom versorgt und sorgt halt dafür, dass der Anker im Startmoment reingezogen werden kann. Auch da werden wir später nochmal Messungen durchführen. Wenn wir jetzt aber prüfen wollen, ob der Starter im Startmoment überhaupt Spannung bekommt, über die Klemme 30, müssen wir natürlich da oben an diesen Bolzen rangehen. Ja, damit gehen wir mit unserem Plusadapter rauf. Dann suchen wir uns eine Masse, die wirklich auch eine Masse ist. In der Regel der Motorblock ist eine gute Möglichkeit, um sich eine Masse zu holen. Ja, und dann gucken wir uns die Spannung an bei Motorstart. Dazu starten wir den Motor wieder. Ja, wir sehen ein ähnliches Bild, wie wir gerade eben schon hatten, an der Batterie. Wir haben hier vorne unsere Batteriespannung. Dann sehen wir den Startmoment. Ja, wir sehen, die Spannung bricht deutlich zusammen und wir haben die Spannung, die dann dem Starter nachher wirklich für den Startmoment zur Verfügung steht, die beträgt jetzt hier, wenn wir uns das mal ausmessen, ja, also zwischen 10,2 und 10 Volt, vielleicht auch mal knapp drunter, ja, 9,9, 10,3 Volt dazwischen, also das ist die Spannung, die unserem Starter im Startmoment zur Verfügung steht. Als Sollwert können wir sehen, ja, der Sollwert bei der dritten Messung beträgt auch wieder größer 8 Volt. Da sind wir ja locker drüber, also alles in Ordnung an diesem Starter. Ja, für die vierte Messung
Die vierte Messung, da prüfen wir die Kontaktbrücke, die im Magnetschalter drin liegt. Dazu messen wir an der Klemme 45 die Spannung. Wenn ihr den Starter im Theorieunterricht schon besprochen habt, dann wisst ihr, dass die Kontaktbrücke sich erst schließt, wenn die Einzugswicklung, Haltewicklung ein Magnetfeld aufgebaut haben und den Anker hineingezogen haben. Und diesen Vorgang, den wollen wir jetzt im Prinzip prüfen. Ja, wir prüfen also, ob der Anker reingezogen wird, ob der Anker dann die Kontaktbrücke schließt, weil dann hat erst die Klemme 45 eine Spannung. Dazu nehme ich hier unseren Messadapter von der Klemme 30 weg, gehe hier unten auf die Klemme 45. Ja, wahrscheinlich müssen wir das gleich festhalten, weil die Klemme hält hier nicht so richtig. Das wird Herr von Werder gleich machen. Aufpassen müsst ihr, sag mal ganz kurz, hier unten dieses Band, was hier von der Klemme 45 zum Motor nach unten geht, ist in der Regel isoliert. Das heißt, selbst wenn das hier so ein bisschen metallern aussieht, dürft ihr da nicht raufgehen und messen, sondern ihr müsst wirklich auf den Bolzen gehen, der da rauskommt, beziehungsweise auf die Mutter, die da drauf sitzt. So, eventuell müssen wir gleich mal festhalten. Wir starten den Motor. Wie ihr sehen könnt, hier vorne im ersten Bereich haben wir keine Spannung gehabt. Hatte ja gesagt, die Kontaktbrücke ist normalerweise offen. Das heißt, die Klemme 45 darf keine Spannung haben. Das sehen wir auch hier. Ja, die Spannung beträgt 0 Volt. Erst im Startmoment, wenn wirklich die Kontaktbrücke schließt, ja, geht die Spannung nach oben. Das heißt, an der Klemme 45 haben wir dann unsere Batteriespannung anliegen. Die fünfte Messung ist die Messung des Spannungsabfalls über der Starterhauptleitung. Es gibt Vorgaben, wie groß der Spannungsabfall auf der Starterhauptleitung sein darf. Im Pkw-Bereich dürfen wir maximal 0,5 Volt Spannungsabfall haben. Im Nutzfahrzeugbereich, Lkw, dürfen wir bis zu 1 Volt haben, weil da ist auch die Bordnetzspannung, ja, doppelt so groß mit 24 Volt. Deswegen ist dort auch der Spannungsabfall größer. Idealerweise habt ihr natürlich dort auf der Starterhauptleitung gar keinen Spannungsabfall, weil dieser Spannungsabfall, den wir auf der Starterhauptleitung haben, ist eine Spannung, die uns am Starter verloren geht. Das wollen wir natürlich nicht, wir wollen ja möglichst viel Energie am Starter haben. Deswegen sollte der Wert möglichst klein sein. Dafür haben wir jetzt den FSA schon mal vorbereitet. Wir haben den Messbereich des FSA, Sie können hier an der Y-Achse das schon sehen, den Messbereich deutlich kleiner gemacht. Wir sind also von den 20 Volt auf 0,5 Volt zurückgegangen, weil viel mehr Spannung dürfen wir auch gar nicht dort haben. Anschließend tun wir den FSA über die beiden Messadapter. Wenn wir den Spannungsabfall auf der Starterhauptleitung messen wollen, müssen wir parallel zur Starterhauptleitung gehen. Das heißt, ich gehe mit der einen Messklemme auf den Pluspol der Batterie und mit der anderen Klemme gehe ich auf die Klemme 30 am Starter und messe jetzt quasi gerade parallel zur Starterhauptleitung die Spannung. Wir können sehen, wenn der Motor aus ist, dann haben wir erstmal gar keinen Spannungsabfall, auch klar hoffentlich, weil es fließt doch kein Strom durch die Starterhauptleitung. Wenn kein Strom durch die Starterhauptleitung fließt, kann kein Spannungsabfall entstehen. Der Spannungsabfall entsteht erst, wenn der Motor läuft, beziehungsweise wenn über die Starterhauptleitung ein Strom fließt. Und das simulieren wir jetzt wieder, indem wir den Motor starten. So, und ihr könnt sehen, im ersten Moment haben wir noch einen relativ hohen Spannungsabfall auf der Starterhauptleitung. Das hängt einfach auch damit zusammen, da kommen wir auch bei einer späteren Messung nochmal drauf zurück, dass im ersten Moment ein sehr, sehr hoher Strom zum Starter hinfließt, der Starterhauptstrom. Deswegen ist auch der Spannungsabfall dort noch ein bisschen größer, aber ihr seht, auch der ist deutlich unter den geforderten 0,5 Volt. Im Schnitt liegen wir hier bei einem Spannungsabfall, der bei 0,12 Volt liegt. Und wenn man sich mal den Sollwert anschaut, ich hatte es vorhin schon mal erwähnt, dann sollen wir unter 0,5 Volt liegen und da sind wir deutlich. Für die sechste Messung, da wollen wir jetzt den Spannungsabfall auf der Rückleitung messen. Rückleitung heißt, der Strom fließt ja vom Starter über die Karosserie des Fahrzeugs zurück zum Minuspol der Batterie. Und auch dieser Spannungsabfall darf einen Wert von 0,5 Volt nicht überschreiten.
Und dazu machen wir im Prinzip die gleiche Messung wie eben, nur dass wir eben an den Minuspol der Batterie gehen und an das Gehäuse unseres Starters. Wir sehen, solange kein Strom fließt, haben wir auch dort keinen Spannungsabfall über der Rückleitung, also über der Karosserie. Erst wenn der Motor wieder gestartet wird, fällt auch über der Rückleitung, über der Karosserie ein Spannungsabfall ab. Wir können hier sehen, dass wir hier schon sehr im Grenzbereich sind. Na, wir dürfen 0,5 Volt eigentlich nicht überschreiten. Wir sind hier ja, ganz knapp drüber. Da würde ich jetzt in der Realität noch nicht sagen, pass auf, wir müssen jetzt hier irgendwie eine Fehlersuche machen und da Zeit investieren, sondern das ist noch gerade so akzeptabel. Aber ja, wir haben einen Wert, der nahe der Grenze liegt und das ist schon vielleicht eine Überlegung wert. Bei unserem Motor hier ist jetzt nur eine Vermutung. Kann es natürlich daran liegen, dass wir hier eine Alu-Karosserie haben. Sprich, der Rückstrom vom Starter wird vielleicht, ich kenne jetzt den Motor nicht ganz genau, über das Aluminium geleitet. Alu ist ein deutlich schlechterer Leiter als Kupfer, als andere Metalle. Vielleicht liegt es daran, dass wir deswegen hier einen höheren Spannungsabfall haben als auf der Hinleitung. Für die sechste Messung, da wollen wir jetzt den Spannungsabfall auf der Rückleitung messen. Rückleitung heißt, der Strom fließt ja vom Starter über die Karosserie des Fahrzeugs zurück zum Minuspol der Batterie. Und auch dieser Spannungsabfall darf einen Wert von 0,5 Volt nicht überschreiten. Und dazu machen wir im Prinzip die gleiche Messung wie eben, nur dass wir eben an den Minuspol der Batterie gehen und an das Gehäuse unseres Starters. Wir sehen, solange kein Strom fließt, haben wir auch dort keinen Spannungsabfall über der Rückleitung, also über der Karosserie. Erst wenn der Motor wieder gestartet wird, fällt auch über der Rückleitung, über der Karosserie ein Spannungsabfall ab. Wir können hier sehen, dass wir hier schon sehr im Grenzbereich sind. Na, wir dürfen 0,5 Volt eigentlich nicht überschreiten. Wir sind hier ja, ganz knapp drüber. Da würde ich jetzt in der Realität noch nicht sagen, pass auf, wir müssen jetzt hier irgendwie eine Fehlersuche machen und da Zeit investieren, sondern das ist noch gerade so akzeptabel. Aber ja, wir haben einen Wert, der nahe der Grenze liegt und das ist schon vielleicht eine Überlegung wert. Bei unserem Motor hier ist jetzt nur eine Vermutung. Kann es natürlich daran liegen, dass wir hier eine Alu-Karosserie haben, sprich der Rückstrom vom Starter wird vielleicht, ich kenne jetzt den Motor nicht ganz genau, über das Aluminium geleitet. Alu ist ein deutlich schlechterer Leiter als Kupfer, als andere Metalle. Vielleicht liegt es daran, dass wir deswegen hier einen höheren Spannungsabfall haben als auf der Hinleitung. Ja, für die nächste Messung, das ist die Messung 7, wollen wir jetzt prüfen, ob am Starter Klemme 50 eine Spannung anliegt. Wir wollen also prüfen, ob der Zündstartschalter funktioniert, ob er die Spannung quasi freigibt für unsere Einzugs- und Haltentwicklung. Dazu müsst ihr zwei Sachen machen. Erste Sache ist, ihr müsst euren Tester wieder einstellen. Wir werden jetzt wieder deutlich höhere Spannungen haben. Das heißt, wir gehen wieder hier auf unsere Taste F8, Y, Achsenleiste hier. Stellen uns wieder unsere 20 Volt ein, so dass wir unsere Batteriespannung darstellen können. Wir müssen als zweites einen Adapter einbauen. Ja, sonst kommen wir an die Klemme 50 nicht ran. Die Klemme 50, hatte ich ja vorhin erzählt, ist hier hinten dieser einpolige Stecker. So, und damit wir daran messen können, haben wir hier so einen sogenannten Y-Adapter. Ja, den können wir dazwischen bauen. Das heißt, in den Stecker kommt die Buchse rein, auf der anderen Seite haben wir den Gegenpol. Und Y-Adapter deswegen, wir haben jetzt hier eine freie Messstelle, wo wir im Prinzip die Spannung auf dieser Leitung messen können. Dazu brauchen wir unseren Spannungsmessadapter wieder. Ja, rot ist ja immer unsere Messleitung, das heißt, hier können wir die Spannung abnehmen. Wir messen immer
gegenüber einer Masse. Das heißt, wir suchen uns hier wieder eine vernünftige Masse, sodass wir ein ordentliches Messergebnis bekommen. Zu dem, was wir messen, solange die Zündung aus ist, dürfen wir keine Spannung an der Klemme 50 haben. Selbst bei Zündung ein, ja, Klemme 15, haben wir noch keine Spannung an der Klemme 50. Die Klemme 50 am Zündstartschalter ist dieser Federkontakt hinten. Das heißt wirklich der Moment, wo wir unser Auto starten, wenn wir in den Federkontakt reingehen. Und erst dann dürfen wir hier jetzt eine Spannung haben. So, und das prüfen wir. Schauen wir uns mal an. Ja, wir schalten einmal nur die Zündung ein. Die Zündung ist eingeschaltet. Wir sehen, wir haben noch keine Spannung. Jetzt gehen wir in den Startmoment rein, das heißt in den Federkontakt vom Zündstartschalter. Und wir sehen, in dem Moment, wo wir das Auto starten wollen, liegt an der Klemme 50 auch wieder unsere Spannung an, unsere Batteriespannung an. Deutlich geringer als 12 Volt, weil ja, die Batterie wird belastet im Startmoment, die Batteriespannung sinkt zusammen, bricht zusammen. Und das messen wir natürlich auch an der Klemme 50. Diese Spannung reicht aber, damit wir ein starkes Magnetfeld in der Einzugs- und Halteentwicklung aufbauen können, um den Anker einzuziehen. Die folgenden vier Messungen sind jetzt Strommessungen. Das heißt, wir brauchen eine Strommesszange. Wenn wir am Starter arbeiten, brauchen wir eine Strommesszange, die bis zu 1000 Ampere messen kann. Weil wir werden gleich feststellen, der Starterhauptstrom, der wird im Bereich bis zu 300 oder drüber liegen. Beim Ottomotor, wenn wir an den Dieselmotoren das Ganze machen würden, würden wir sogar Ströme bis 1000 Ampere messen können. Das heißt, hier reicht die 30 Ampere Strommesszange, die auch am FSA teilweise mit angeschlossen ist, nicht aus. Ja, wir brauchen Minimum die 1000 Ampere Strommesszange. Wenn man mit der Strommesszange arbeitet, muss man zwei Sachen beachten. Das erste ist, sie muss genullt werden, bevor man damit arbeitet. Genullt werden heißt, es muss kalibriert werden. Das muss quasi der Messwert auf 0 eingestellt werden. Dazu haben wir hier diese kleine Taste auf der Strommesszange. Da steht auch eine 0 drunter. Da wird einfach einmal raufgedrückt. Das zeige ich euch gleich nochmal. Am Tester kann man auch sehen, dass sie dann sich wirklich kalibriert. Das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt, das kennt ihr auch aus den früheren Lehrjahren. Eine Strommesszange gibt immer an, in welche Stromrichtung sie richtig misst. Das heißt, hier oben sind Pfeile drauf und diese Pfeile müssen in eine technische Stromrichtung zeigen. Das heißt, wenn wir gleich an den Starter gehen und dort messen wollen, dann fließt der Strom ja von der Batterie zum Starter hin. Das heißt, die Pfeile müssen in Richtung Starter zeigen. Des Weiteren müsst ihr natürlich, bevor ihr die Strommessung machen wollt, euren FSA umstellen. Ja, wir haben ja die ganze Zeit jetzt Spannung gemessen. Das heißt, die Spannungsmessung brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen jetzt die Strommessungen. Dazu ist die Strommesszange hier am Kanal 1 das RSA angeschlossen. Wenn ich den Button aktiviere, könnt ihr sehen, wird euch auch die Strommesszange angezeigt. Die Spannungsmessung kann ich damit ausschalten. Ich drücke einfach den Channel 2 Button. Damit verschwindet die Anzeige dort. Wichtig ist, ich hatte gerade gesagt, wenn wir jetzt den Starter-Hauptstrom, das ist die erste Messung, die wir gleich machen wollen, müssen wir einen Messbereich wählen, der das auch hergibt. Und da kann es sein, dass 200 Ampere zu wenig sind. Das heißt, wir wählen mal einen Strommessbereich bis 500 Ampere, können sehen, wenn ich die Nulllinie hier ziemlich weit nach unten ziehe, kann ich fast bis zu 400 Ampere darstellen. Das wird reichen. Ich denke, dass wir im Bereich bei 250, 200 Volt vielleicht liegen werden. Gucken wir uns mal das Ganze an. Ja. Ich hatte gerade gesagt, die Strommesszange muss kalibriert werden. Wenn ich hier einmal raufdrücke, werden wir gleich sehen, gibt es hier so einen kleinen Peak. Da könnt ihr wirklich sehen, dass die Strommesszange wirklich kalibriert wurde. Ja, hier ist es ganz kurz zu sehen. Ja, das war der Zeitpunkt, wo ich die Strommesszange kalibriert habe. Dann, auch gerade schon erwähnt, aufpassen auf die Stromrichtung. Der Pfeil muss in Richtung Starter zeigen. Der Strom fließt von der Batterie in Richtung Starter. Das heißt, auch die Pfeilrichtung ist in Richtung Starter. Dann wichtig, alle Leitungen, die eventuell an die Klemme 30 gehen, müssen drin sein. Hier ist es nur die eine Starterhauptleitung, deswegen ja, nur die eine Leitung da drin. Starterhauptstrom. Ja, messen wir natürlich in dem Moment, wo der Motor gestartet wird. Wir werden es gleich sehen. Das Bild werde ich danach erläutern, was wir daran erkennen können.
Der Zeitpunkt, wo der Motor noch aus war, wo der Starter aus war, ist kein Strom geflossen. Das können wir sehen, der Strom lag bei 0 Ampere. Das war der Moment, wo wir den Motor gestartet haben. Wir sehen, der Strom steigt sehr schnell auf einen sehr hohen Wert an. Wir können ihn natürlich auch wieder ausmessen. Ja, wir sehen, wir haben hier einen Spitzenstrom von 275 Ampere. Dieser Strom wird Starter-Spitzenstrom genannt. Das ist der Strom, den wir brauchen, um den Motor von Stillstand in die erste Bewegung zu versetzen. Ja, könnt ihr euch das ganz gut vorstellen, wenn ihr ein Auto anschieben wollt, ja, oder ein Auto losrollen soll, der müsste zum Anfang ganz, ganz viel Kraft aufwenden, um das erstmal in Bewegung zu setzen. Wenn das Auto dann in Bewegung ist, dann braucht ihr deutlich weniger Kraft, um das Auto in Bewegung zu halten. Genauso ist es beim Starter auch. Wir brauchen ganz, ganz viel Energie, um erstmal den Verbrennungsmotor in Bewegung zu versetzen. Und dann können wir sehen, sinkt der Strom relativ schnell wieder auf einen sogenannten mittleren Starterstrom. Das ist gleichzeitig die Messung 9, also die nächste Messung von der Strommessung. Ja, wir messen also jetzt Messung 8 und Messung 9 quasi gleichzeitig. Der mittlere Starterstrom ist der Strom, den wir brauchen, um jetzt wirklich den Verbrennungsmotor immer am Bewegen zu halten. Ja, um ihn erstmal quasi anzutreiben. Deutlich weniger Strom, deutlich weniger Energie, die wir brauchen. Ja. Die nächste Messung, die ich euch zeigen möchte, ist eine Messung außerhalb des Messprotokolls. Aber bei der nächsten Messung kann man sehr schön den Zusammenhang zwischen Batterie, Starter und Generator sehen. Ja, dazu möchte ich euch ein paar Sachen noch erzählen, die wir gleich aufnehmen werden, die, denke ich, fürs Verständnis vom Generator, vom Batteriestarter ganz wichtig sind. Dazu sind drei Sachen vonnöten. Wir brauchen wieder einen laufenden Motor, das heißt, wir müssen das Kraftstoffpumpenrelais wieder reinstecken, weil ich natürlich den Generatorbetrieb auch zeigen will. Das wird Herr von Werder gleich einmal wieder machen. Wir messen zeitgleich jetzt den Strom, der durch die Starterhauptleitung fließt, und wir messen die Spannung, die am Starter an der Klemme 30 anliegt. Dazu, ja, gehe ich wieder mit unserem Spannungsmessadapter auf die Klemme 30. Am FSA schalte ich die Spannung wieder ein, schaue, dass ich wieder im Messbereich habe, sodass meine Batteriespannung und später auch meine Generatorspannung angezeigt wird. Das wird sie jetzt machen. Zur Not könnt ihr die Nulllinie noch mal ein bisschen runterziehen hier, indem ihr die linke Maustaste drückt, den Pfeil anfasst und die Nulllinie da einfach so ein bisschen hoch und runter schiebt. Ja, jetzt könnt ihr sehen, 15 Volt, mehr Generatorspannung werden wir definitiv nicht haben. Das heißt, wir sind hier in meinem Bereich, dass wir alles sehen werden. Ja, und dann werden wir einmal den Motor starten. An diesem Bild kann man sehr schön den Zusammenhang zwischen Batterie, Starter, Generator erklären, und man kann ganz viele Begriffe, die ihr vielleicht beim Generator schon mal gehört habt, beziehungsweise beim Starter in der Theorie, die kann man hier nochmal wieder deutlich zeigen. Ich fange mal vorne an. Wir sehen, wenn der Motor aus ist, wenn wir nichts machen, dann beträgt die Batteriespannung, das ist die Spannung hier vorne, ja, ich kann sie euch nochmal zeigen, von den Messwerten her. Ja, da sind wir wieder bei 12,5 Volt, ein bisschen weniger jetzt. Wir haben mehrere Startversuche gemacht, das heißt, die Batterie hat sich ein bisschen entladen. Damit sinkt natürlich die Spannung ein bisschen nach unten. Der Strom, der durch die Strommesszange geflossen ist, die immer noch an der Klemme 30, der Starter angeschlossen ist, ist 0. Hier, dieser kleine Einbruch, war der Zeitpunkt, wo wir den Zündstartschlüssel das erste Mal in die Klemme 15 geschaltet haben. Kurz danach startet man ja das Auto, das ist ja quasi eine fließende Bewegung, deswegen ist das hier auch weniger als, ihr könnt sehen, wir haben hier unten eine Einteilung von einer Sekunde, ja, 53. Sekunde, 54. Sekunde, das ist also nicht mal eine halbe Sekunde gewesen, also das ist das Drehen des Zündstartschlüssels hier oben, diese kleinen Ausschläge, diese kleinen Einbuchtungen. So, und dann können wir sehen, hier in dem Bild sehr schön, dass im Startmoment, das heißt, wenn mein Starter, also den Starterhauptstrom bekommt, dass das der Zeitpunkt ist, wo unsere Batteriespannung zusammenbricht. Und die Frage ist ja, warum macht die Batterie das eigentlich? Warum liefert die uns nicht die ganze Zeit hier unsere 12,5 Volt und geht dann irgendwann nach oben auf Generatorspannung, sondern warum bricht die Spannung hier so zusammen?
Und das habt ihr hoffentlich auch schon in der Lernsituation der Batterie gehabt. Ihr habt da mal was über den Innenwiderstand einer Batterie gehört. Der Innenwiderstand einer Batterie setzt sich zusammen aus den Aufbauten in der Batterie, aus den Übergängen von Zelle zu Zelle und so weiter. Und der Widerstand oder der Innenwiderstand an der Batterie ist ja sehr, sehr klein. Liegt im Bereich von einigen Milliohmen, aber er ist vorhanden. Und wenn jetzt durch diesen Innenwiderstand der Batterie ein sehr hoher Strom fließt, dann wisst ihr aus dem ersten Lehrjahr, dass dort an dem Innenwiderstand eine Spannung abfällt. Das heißt, wir haben einen Spannungsabfall in der Batterie. Und wenn wir in der Batterie einen Spannungsabfall haben, dann kann diese Spannung natürlich nicht mehr außen an den Batterieklemmen anliegen. Und deswegen messen wir an den Batterieklemmen außen eine Spannung, die eben deutlich geringer ist, als wenn die Batterie nicht belastet wird. Nämlich, ja, das können wir hier sehen, unsere Batteriespannung bricht auf 7,9, 8 Volt zusammen. Und das hängt wirklich nur mit dem Innenwiderstand der Batterie zusammen. Ja, weil da an dem Innenwiderstand eine Spannung abfällt, die dann nicht mehr für den Starter zur Verfügung steht. Ihr seht aber, dass das nur ein ganz kurzer Moment ist. Danach erholt sich die Batteriespannung relativ schnell wieder, weil auch unser Starterhauptstrom auf den mittleren Starterstrom zurückgeht. Das heißt, es fließen dann nur noch, wenn wir uns das mal anschauen, hier so Ströme von 100 bis 80 Ampere. Das heißt, unsere Batteriespannung geht von 8 Volt wieder auf 9 bis 10 Volt nach oben. Ja, das ist dann der Moment, wo im Prinzip wo der Starter den Verbrennungsmotor antreibt. Weiterhin interessant sind, das kann man glaube ich hier ganz schön sehen, diese Wellenbewegung hier. Ja, das sieht so ein bisschen aus, klein bisschen aus wie ein Sinus, ist aber kein Sinus. Frage ist natürlich, wo kommt diese her? So, diese kleinen Wellenbewegungen hier, die können wir auch hier unten beim Strom erkennen, die hängen mit der Funktionsweise unseres Verbrennungsmotors zusammen. Ja, unser Verbrennungsmotor, der komprimiert mal und im nächsten Moment geht der Kolben wieder nach unten. Das heißt, der Starter muss, wenn das Kraftstoff-Luft-Gemisch komprimiert wird, muss er mehr Kraft aufwenden, um den Kolben nach oben zu drücken. Das heißt, der Strom muss größer sein, den der Starter braucht, damit er diese Kraft aufwenden kann. Und wenn der Kolben nach unten geht, dann ist der Strom, den der Starter braucht, kleiner. Das können wir hier sehen. Ja, da geht der Strom nach unten. Dann kommt das nächste Komprimieren wieder und wieder, ja, wo der Kolben nach unten geht. Und deswegen kommt diese Wellenbewegung da unten zustande. Ja, das hängt also mit der Arbeitsweise unseres Verbrennungsmotors zusammen. Nächster interessanter Fakt, das habt ihr auch schon gehört, als ihr den Generator gehabt habt, ist dieser Bereich hier hinten. Ihr habt da bestimmt schon mal was von der Load-Response-Startfunktion gehört. Ja, das war ja, wenn der Verbrennungsmotor läuft, wird der Generator nochmal künstlich für eine Sekunde, circa eine Sekunde, auf 17% Magnetfeld gehalten, damit er wirklich hochlaufen kann auf seine Leerlaufdrehzahl und da nicht blockiert wird oder behindert wird. Und damit, ja, das kann man hier eben sehen. Wir sehen, wir haben hier bei Minute 54, bei Sekunde 54 den Motor gestartet und erst bei ja, Sekunde 55,5 hier oben liefert unser Generator unsere Generatorspannung. Also diese anderthalb Sekunden dazwischen, ja, wenn wir mal ausblenden, dass hier der Motor gestartet wird, dann sind es vielleicht noch eine Sekunde. Diese eine Sekunde ist die Load-Response-Startfunktion, wo der Generator also ja, in seiner Funktion ist, dass er eben das Hochlaufen des Verbrennungsmotors nicht behindern will. So, und hier hinten können wir sehen, haben wir den Zündschlüssel wieder losgelassen. Das heißt, ja, der Zündschlüssel springt von der Klemme 50 zurück auf die Klemme 15. Das heißt, es fließt kein Starterhauptstrom mehr, aber der Generator fängt an zu arbeiten und liefert uns eine Generatorspannung von ungefähr 14 Volt. Das heißt, hier an diesem Bild kann man also die ganzen Zusammenhänge zwischen Starter, Batterie und Generator sehr schön sehen. Für die letzten beiden Messungen unseres Messprotokolls brauchen wir wieder die Strommesszange. Wir möchten gerne jetzt messen, welcher Strom eigentlich durch die Einzugs- und Haltewicklung fließt. Die Einzugs- und Haltewicklung wird von der Klemme 50 ja, mit Strom versorgt. Das heißt, wir müssen unsere Strommesszange auf die Leitung, die hier oben an die Klemme 50 am Starter geht, anschließen. Wieder darauf aufpassen, Stromrichtung ist vom Zündstartschalter kommen zum Starter hin. Also der Pfeil muss zum Starter hin zeigen. Vorher könnte man einmal wieder kalibrieren.
dann solltet ihr am FSA den Messbereich so einstellen, ich habe es hier schon mal gemacht, dass wir den erwarteten Wert erhalten. Wenn ihr mal ins Messprotokoll schaut, ne, da stehen gar keine Werte drin. Aus Erfahrung weiß man, das wird um die 20, 25 Ampere liegen, der Strom. Das heißt, wir wählen also einen Messbereich. Ja, hier bei der 1000 Ampere Strommesszange nehmen wir den kleinsten Messbereich. Die 50 Ampere werden uns reichen dafür. Ja, und dann messen wir und dann schauen wir uns das Bild gleich mal an. Für diese Messung haben wir das Kraftstoffpumpenrelais wieder rausgezogen. Ihr habt gehört, dass der Motor nicht gestartet ist. Das Kraftstoffpumpenrelais hatten wir ja gerade nur für die Messung davor einmal eingesteckt, damit wir den Generatorbetrieb auch zeigen können. Ja, dazu muss der Motor natürlich laufen, sonst läuft der Generator auch nicht. Jetzt für die letzte Messung haben wir das Kraftstoffpumpenrelais wieder herausgezogen. Wenn man sich das Messergebnis einmal anschaut, dann sieht das auf den ersten Blick so ein bisschen aus wie die Messung vom Starterhauptstrom und mittleren Starterstrom. Allerdings, wenn man sich die Größenordnungen anschaut, dann sieht man, dass die Stromwerte deutlich kleiner sind. Ja, wir sind hier in der Spitze bei 19,4 Ampere. Hier unten sind wir bei einem Strom von 5, 6, ja, 3 Ampere, hier hinten sogar nur noch. Scheint mir jetzt ein bisschen wenig zu sein, aber okay. Was sehen wir dort? Wir sehen hier den Strom hier unten, den Strom durch die Haltewicklung. Wenn ihr euch mal an die Funktion des Starters erinnert, um den Anker in den Starter reinzuziehen, muss die Haltewicklung und Einzugswicklung ein Magnetfeld aufbauen. Das heißt, beide Wicklungen müssen von einem Strom durchflossen werden. Das sehen wir hier vorne im ersten Moment. Ja, da wo die Spitze ist, das ist der Moment, wo die Einzugswicklung und Haltewicklung ein Magnetfeld aufbauen. Dann habt ihr im Unterricht hoffentlich kennengelernt, dass kurz nachdem die Kontaktbrücke geschlossen wird, der Strom durch die Einzugswicklung abgeschaltet wird oder wegfällt. Das sehen wir hier. Ja, wenn der Strom von der Spitze auf diesen kleineren Strom von 5 Ampere hier unten nach unten geht, das ist der Stromabfall im Prinzip der Einzugswicklung. Ja, die Einzugswicklung wird also hier nicht mehr dann vom Strom geflossen und es fließt nur noch der Strom durch die Haltewicklung. Und die Haltewicklung hat ja den Auftrag, den Anker nur innen drin festzuhalten, sodass der Anker nicht wieder rausgeht. Und dazu reichen uns diese 5 Ampere bzw. das Magnetfeld, was diese 5 Ampere erzeugen. Aber um den Anker reinzuziehen in den Magnetschalter, brauchen wir den Strom von ungefähr 19 Ampere in der Einzugs- und Haltewicklung. Sprich, für die Messergebnisse heißt es folgendes: Der Strom durch die Haltewicklung beträgt um die 5 Ampere. Der Strom der Einzugs- und Haltewicklung beträgt 19,4 Ampere, waren es glaube ich eben. Mal gucken, ob ich es nochmal eingefangen kriege. 19,4 Ampere. Das heißt, durch die Einzugswicklung floss die Differenz, also 14 Ampere flossen durch die Einzugswicklung.